Willkommen zum nächsten Player Review. Es geht um Gekas in Form. Er hat mich 9000 Münzen gekostet, hat in 7 Spielen 3 Tore für mich geschossen und keine Vorlage gemacht. Um zu meiner Bewertung für ihn zu kommen, fangen wir mit den positiven Sachen an. Das ist seine Stärke, dafür, dass er relativ klein mit 1,79 ist. Sein Preis ist auch für ein Silber in Form in Ordnung mit ungefähr jetzt 14.000, was er zurzeit kostet. Kommen wir nun zu den negativen Sachen, die leider überwiegen. Dazu gehören sein Tempo, er ist relativ langsam, wie er aber auch auf der Karte steht. Er kann sehr schlecht dribbeln und sein Abschluss bzw. seine Distanzschüsse sind auch ziemlich schlecht, was man auf der Karte ja nicht vermuten lässt mit 75 Schuss. Ich habe jetzt auch mal seine Größe mit reingenommen, da er als Stürmer relativ klein ist. Er hat nur 2 Sterne Skill Move und seine 4 Sterne Weak Foot fühlen sich eher an wie 2. Er bekommt von mir 3 von 10 Punkten, also keine Kaufempfehlung. Jetzt kommen noch ein paar Ingame. 10.